Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Wieder mit den ersten Monolithen. Ich habe noch ganz im ersten Monolithen, ganz, ganz weit weg, einen guten Shade of Oribis Knoten gefunden zum Craften. Das werde ich jetzt hier auch machen in der ersten Monolithen, aber sonst werden wir natürlich durchlaufen. Damit wir einfach noch ein paar mehr Unix finden, vielleicht ein paar Sachen, die wir gebrauchen können für andere Builds. Wir brauchen ja bei diesem Build eigentlich nur das Amulett der Division oder so etwas. Irgendwas ähnliches. Und das ist einfach für Smite, damit Smite mehr Schaden macht. Jo, glaube ich an. Ah, wegen Mana, genau. Je weniger Mana wir haben, desto mehr Schaden macht's. Gut, da haben wir noch einen Ring mit Stärke. Ja, Rache brauchen wir nicht zu Sachen. Nix, nix. So. Und ja, seit dem letzten Livestream habe ich noch 4 Level, glaube ich, gemacht, oder? Bis am Ende des Echos, des Monolithens, genau. Jo. So viel Crit-Zaubertreffer drauf. Ist aber Nahkampf, ne? Nehme ich nicht mit. Also so Sachen, die ein bisschen geteilt sind, nehme ich nicht unbedingt mit. So, lieber etwas, was wirklich konzentriert dann ist, dann so. Schaden über Zeit brauchen wir auch nicht. Jo. Genau, also mir macht es sehr viel Spaß, da ganz in die Außenregionen zu gehen. Und ich finde eigentlich, jo, es lohnt sich immer wieder kurz zu machen. Auch wenn es ein bisschen dauert, natürlich. Wenn ihr noch nicht so weit seid, natürlich. Also, jo. Die Leute meckern wieder ein bisschen herum, dass es einfach nicht rewardable ist, rewardable, wie man ihm sagt. Also, halt einfach nicht bringt, jetzt mal 1000 Echo Krapfen, also ja, die Krapfen von den Monolithen zu kriegen oder so. Ich schaue mal, wie weit ich spielen will. Also für Videos, ich kann ja auch zwischendurch so spielen, oder? Wenn nicht gerade so viel passiert, wenn irgendwas passiert, kann ich wieder ein Video machen, wenn etwas droppt. Oder einfach den Loot auch zeigen. Aber es kann schon sein, dass manche Leute dann wieder ein bisschen weniger Lust haben drauf. Klar. Jetzt momentan wird Last Epoch leider auch nicht mehr so viel geschaut. Klar. Ist ja auch ein Grund, oder? Ja, die Season ist jetzt schon ein bisschen her. Und das Spiel hat einfach kein Endcontent und so. Aber ja, ist okay. Also ein bisschen Endcontent hat schon, aber nicht gerade das, was die Spieler sich vorstellen. Ja, das Spiel leidet einfach an der Entwicklung. Kann man nichts machen. Aber dennoch, es macht unerwartet viel Spaß. Lieber hier als zum Beispiel bei Champions of Regnum. Ist einfach ein bisschen zu langsam und man droppt nichts. Lieber hier ein bisschen spielen und man droppt etwas und so weiter. Solange es gut droppt oder so, bin ich motiviert genug. Ab dann ist es einfach eine Challenge und ich habe ja gerne Challenges, wenn es nicht übertrieben ist oder so. Ja. Gut, dann haben wir hier nochmal den Magier. Den haben wir ja easy besiegt das letzte Mal. Hier auch. Ich tue noch die Sigis casten, genau. Könnte eigentlich das schon kombinieren mit diesem Ding da oben. Mal den kaputt. Damit wir mehr CGs bekommen und so. Dann nochmal die Shader. Ich habe zu wenig Mana. So, der Magier ist tot. Easy peasy. Wir sind schon ein bisschen OP geworden, ne? Und jetzt bekommen wir noch Bewegungsgeschwindigkeit dazu. Elektro und Feuerschaden. Toll. Okay, einen Trank mit Mana. Also, ja. Wenn man Trank trinkt, Mana bekommt. Nehme ich mit, diesen Bonus. Hier müssen wir da drüben hin. Und auch noch einen. So. Und ja, da sind wir am Ende, oder? Wir haben hier 16 Verderbnis. Mehr suche jetzt nicht. Ich weiß nicht, was Maximum ist, aber ich glaube 16 oder 17. Ja, oder 18 vielleicht noch. Aber sehr selten. Den Magier da unten mache ich jetzt dieses Mal nicht. Einfach weil wir jetzt gerade vorwärts machen müssen. Sonst, ja, sind die Missionen halt einfach lange. Genau. Aber einen Schrein möchte ich gerne. Wir bekommen null Schaden von diesem
Stichlaser. Ja, also eben, es gehört wirklich zu einem der favorisierten Builds. Ich habe es extra auch gemacht, weil wir nur ein Unix brauchen. Eben das Amulett und sonst eigentlich ziemlich gut vorwärts kommen. Und da ich noch einen anderen, Divine Orb Build machen möchte, ja, habe ich natürlich den Paladin genommen. Genau. Einfach zum Vorwärts kommen, nicht jetzt gerade um zu überrascht zu sein, dass man so OP ist. Das bin ich ja eher nicht, das weiß ich ja. Sondern, jo, damit wir einfach vorwärts kommen und das Spiel, jo, einfach so weit genießen können, so weit oben. Sonst haben wir einfach das Problem wieder, dass wir nicht weiterkommen, leider. Ich finde toll, dass das Echo ein bisschen umgemacht wurde, umgestellt wurde. Weil, jo, einfach nicht mehr so lange geht, bis der Hauptmann kommt. Mir ist so viel. Ding kommen. Genau. Zombies. Nahkampf. Nee. Ja. So. Genau. Wir brauchen ja immer noch die zwei wichtigen Idole. Das möchte ich natürlich auch kriegen, oder? Ich will ja nach oben. Und dann ist die Drop-Chance sicher höher und die Echos mit den Götzen sind dann mehr da. Genau, ich sage jetzt Idole und Götzen, aber das ist natürlich die Götze. Das ist also natürlich das Richtige, oder? Das Englische ist ja für uns da das Falsche. Nee. Aber ich finde eigentlich eher Englische natürlich besser. Das wissen auch alle, was das ist. Dann nur eben. Ich kann es nicht so steuern. Manchmal ist es eine Götze, manchmal ein Idol. So, also Blitzschaden, Feuerschaden, Bewegungsgeschwindigkeit. Sehr toll. Und da müssen wir 9 von 12. Okay. Investieren. So, der Boss weiß ich nicht. Ich muss einfach genügend schnell weglaufen. Oh je. Er wird sicher nicht so schwer sein. Einfach wenn die hier kaputt gehen. Ja, immerhin haben wir hier mal einen Balken oben. Ist leider manchmal echt buggy. Aha, und der Boden ist auch buggy. Aber es geht relativ schnell mit den Hämmern. Diese Fikasten. Fikasten, ja, oh, da geht's noch schneller. Geil. Es ist voll easy. Mann, wie OP sind wir eigentlich? Wie viel Schaden machen wir? Das ist ja heftigst. Einfach so viel hintereinander. So der richtige Schaden. Der hohe Schaden ist noch nicht so hoch. Aber da haben wir so viel hintereinander blocken. Und die Gegner jetzt noch nicht so mega viele Dinge haben. Rüstung und einfach allgemeine Zähigkeit. Leben und so, ja. Ist es natürlich umso effektiv, oder? Der Schaden ist einfach hoch. Sobald wir dann nur noch wenig Schaden machen pro Schlag und so, dann kann das schon ein bisschen dauern. Was man sieht, es dauert nicht so lange. Es dauert aber deutlich länger als der Decline. Ist auch klar. Es sind ja auch nur irgendwelche Generatoren, die ihn schützen. So, weg ist er. Und wir haben die Körperrüstung wieder, klar. Und Zuflucht mit Leere. Ja, Widerstand der Leere könnten wir dann irgendwo draufcasten. Draufcraften, meine ich. Ja, immer das andere. Also wir müssen eigentlich links herum, und das mache ich das jetzt hier. Das andere habe ich ja das letzte Mal. Genau, Großgötz. Ich weiß gar nicht. Können wir kurz das Inventar öffnen? Was sind das? Schmuck. Wächter Schmuckgötze, okay. Ja, dennoch. Oder wir nehmen Gold. Ich glaube, wir nehmen Gold, weil wir brauchen ja keine Idole. So. Gold ist ja gut, um mehr Lager zu haben. Da müssen wir jetzt auch langsam umsortieren. Naja. Und jetzt probieren wir einfach mal Shade of Abyss und zwar das ganz unten. Das ist leckerer. Schmeckt nach Zimt.
Oder nach Ingwer. Jetzt machen wir mal. Jetzt ownen wir ihn. Bis wir sterben. Okay, es hat eine Fähigkeit, ja, die langsam ist, oder? Ich habe gar nicht gesehen. Ich glaube, ich habe es richtig oder irgendwie nicht getroffen. Sah nur so aus. Oder ich wurde getroffen, aber ich habe nichts Schaden bekommen. Das ist eine schlechte Fähigkeit. Die ist nicht so gut. Ja, ich habe ein bisschen Probleme. Weil ich nicht irgendwie am Boden sehe, wo der Castle oder so. Okay, da ist eine Hütte. Direkt einsammeln. Ja. Okay, da komme ich jetzt gar nicht raus. Okay, diese Boten-Dinger, die sind unfair, das sehe ich echt nicht gut. Okay, jetzt muss ich ein bisschen weg. Muss einen Trank trinken. Hey, das ist so mega unfair, ey. Ja, wie soll ich dem ausfahren? Der ist nicht mal eine Millisekunde da, gell? Mann, das ist noch zu schwer. Ich wusste es irgendwie, aber komm, wir tun das noch nicht machen. Immerhin mal, ja, jetzt bin ich das erste Mal gestorben mit diesem Charakter. Ist mir nicht so schlimm. Aber der ist gerade böse. Also das ist einer der schlimmsten, den ich je hatte. Weil der so schnell einfach, und dann diese Blutbälle überall noch, und dann die kleinen schwarzen Löcher, und dann das große, eine Millisekunde. Was hat man da Zeit, noch kurz abzuhauen? Ich habe mich ja noch geheilt. Also es ist völlig... Ich weiß nicht, was mit den Entwicklern los ist. Die dürfen doch nicht so Abklingzeiten machen und so bei den Gegnern. Die haben nichts vorher getestet, gar nichts. Es ist einfach nur nervig. Absolut nervig. Und ja, deshalb habe ich auch nicht so Lust auf Pass of Exile, weil das der gleiche Mist ist. Hey, ich bin schon in Akt 2 am Struggeln manchmal. Weil da so mega starke Bosse kommen können. Einfach so random Nemesis-Gegner, die einem mega umhauen. Und das trotz Fallen. Ich verwende Fallen, oder? Und trotzdem werde ich umgesäbelt. Sollte doch eigentlich ein bisschen schützen, oder? Ein bisschen... Ah. Ich weiß es nicht. Ich frage mich, was mit den Hack'n'Slay los sein muss. Welcher Idiot, welche 1% oder so... Nein, nicht immer 1%. Sie sagen einfach immer 1%. Das sind 0,001%, die Spaß daran haben. Sollen endlich mal das entfernen. Also es ist... Ich wollte jetzt nicht sterben. Ich wollte es ausprobieren, ob es geht. Ob es geht ja überhaupt nicht. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht von solchen Spielen. Na gut. Jetzt momentan habe ich ja eben Bock an richtigen Spielen, die fair sind. Okay, mehr oder weniger. Also irgendwie an Hack'n'Slays. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwann mal ausstirbt oder so, wenn es weitergeht, so schlecht entwickelt wird. Es ist nicht mehr diese Lust, oder? Die war irgendwie 2006 da oder so, das gute Hack'n'Slays rauskam. Aber nicht 2024, nicht mehr. Geiler Stab, ey. Schaden reflektiert. Und wieso lebst du noch hier? Ja? Wenn doch das Teil da fertig ist. Werde ich wieder am verwundbarsten Punkt getroffen. Kein Balancing. Eieiei. Ich schau mal gleich mal kurz. Ja, 3 von 3 Punkten. Gut. So. Und Bluthorst. Ich habe einen Bluthorst gefunden. Kennt ihr den Horst? Der Horst Lichter. 2 Erfolgenerei. Ah, den habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, den habe ich selber noch irgendwie. Habe ich den mal gefunden? Wo ist ein Bluthorst? Hast du es selber nicht gefunden, wahrscheinlich im Chat oder so mal gesehen. Ist nicht schlimm. Gut, dann haben wir hier ja noch den Rest. Also, was habe ich so gefunden?
Also zuerst einmal, ja, da diesen Gürtel wieder, den ich so mag. Genau, nochmals ein bisschen eines ausgelöschten Magiers. Dann hier, wie heißt es, Seiten. Grundkriterium, genau. Ziemlich gut. Ja. Und sonst noch ein paar Idole natürlich. Leerenstadien über Zeit. So Sachen. Jo, wir müssen immer noch ein bisschen stärker werden. Wir holen vielleicht das Amulett. Gut. Machen mal Corruption bei Winter. Was auch nicht, wie der heißt. Age of Winter, genau. Diesen Monolithen. Jo. Und speichern. Nicht aufgeben. Nicht meckern, wenn's zu unbalanciert ist. Geldrücken. Ja, ich meine dich. Oh Gott. Ja, die Community hat schon gar keinen Bock auf Last Epoch mehr. Also die Mehrheit. Es wird schon noch gut gespielt, aber meistens halt, ja, so ein bisschen, wie sagen wir dem. Man hört nicht mehr so viel. Bisschen scheu. Also ich habe Spaß dran. Ich spiele weiter. Aber ob andere weiterspielen, ja, es ist, denke ich mal, meistens einfach ein bisschen grinden, dann wieder auffangen, wieder ein bisschen grinden. Keine Ahnung. Ich mag es ja nicht. Ich will ja, dass die Spiele gespielt werden. Was die anderen denken, ist mir eigentlich nicht so wichtig. Weil ich suche jetzt auch schon lange wieder ein Beet, aber es kommt nie, ja, nicht mal ein Beet pro Tag raus und so. Ist einfach irgendwie völlig, jo, inaktiv gerade. Schade, aber jo, so werden Spiele halt immer wie schlechter und unnützer entwickelt. Der Spieler muss halt feeden. Der muss die Entwickler feeden. Get good aus. Kauft er euren Schrott. Eure Mikrotranslations. Ah ja. Das ist nur Sarkasmus, oder? Ihr müsst gar nichts kaufen, aber. Jo, Entwickler, die verdienen viel zu wenig. Das sind nicht Multimillionäre oder so. Die verdienen viel zu wenig. Sie machen halt einfach viel zu viel Schrott. Da willst du nichts ausgeben. Also, ich meine jetzt nicht Last Epoch Entwickler oder so. Die sind ja nur Schrott beim Balancen. Bei der Performance. Aber so. Jo. 99,9% der Steam Games, Epic Launcher Games und so. Dann Unity. Unity Engine Spiele oder so. Last Epoch. Nee, das ist eigentlich das Beste, mit Abstand das beste Unity Spiel. Also das kann ich nicht vergleichen, nur es ist performance-technisch mega Müll. Braucht einfach viel zu viel CPU, RAM und ja. Ladeschwierigkeiten, ständig. Also wenn man in die Stadt geht oder so, und geht das lang oder ladet auch unendlich. Wieso bekomme ich hier so viele Item-Dinge, Crafting-Rezepte? Jo, ich möchte schon langsam den Torment Leech bauen. Oder ja, Torment Warlock meine ich. Weil der schon richtig geil sein wird. Aber die Items sind so schwer zu kriegen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so auswendig, was der genau braucht. Der braucht auch die Feuer. Wir müssen also Ding. Diesen Soulfire Dungeon machen wir. Soulfire Basten. Genau. Jo. Ja, ich hänge schon an den Toten. Also wenn ich sterbe in einem Game, ich bin wütend. Das ist normal bei mir. Ich bin einer, der wirklich schaut, dass ich natürlich auch in Games überlebe.
Ja, im Real Life ist es ziemlich einfach, wenn man sich nicht gerade sehr um irgendwelche Drogen oder so kümmert. Aber in Games, da nervt es mich manchmal schon tierisch, wenn man nichts dafür kann. Da einfach der Boss gerade Bock hat, so Millisekunden-Casts zu machen, die einen One-Hitten. Ja, hat man auch eine Chance, oder Entwickler? Hä? Habt ihr das verstanden? Wir haben eine Chance damit. Ah, ja. Jo, und die Leute, die halt höher sind, die können es entweder ausweichen, weil sie eine Millisekunde mehr Zeit haben, oder dass sie schneller reagieren, wenn sie es schon wissen. Oder sie sind so OP und tanky oder heilen sich so schnell wieder. Klar. Aber die werden auch immer wieder sterben, habe ich so das Gefühl. Also es ist wirklich so, dass hohe Corruption dann wirklich sofort tödlich sind, oder? Auch eben mit null Corruption noch tödlich sind. Das ist einfach so. Das mag ich halt am wenigsten an, ja, auch an Path of Exile, aber Last Epoch, genau. Ich möchte nicht random sterben an One-Shot-Packen und so weiter. Nur weil der Gegner Bock hat, der Boss. Ich habe keinen Bock. Ich weiß, wie ich überleben soll, indem ich das Spiel spiele. Dann werde ich dort auch nicht sterben. Nee, also spielen möchte ich schon noch, aber ständig zu sterben, weil irgendwie ich wirklich gar keine Zeit habe auszuweichen, nichts machen kann, ist lame. Ist der Hauptgrund, wieso ich Spiele eigentlich mehr spielen würde. Es gibt leider sehr viele Spiele. Also es gibt ja viele Spiele, da musst du einfach sterben, wie Battle Royales oder so. Es gibt Spiele, da kannst du nur sterben, wie Dark Souls Games oder so. Es gibt halt Spiele, da stirbst du einfach random, weil irgendwie etwas einschlägt, das völlig übertrieben ist. Naja, gut. So oft muss ich ja nicht spielen, dass es mich wirklich auf den Keks geht. Ich spiele dann, wenn ich Bock habe. Und es kommen ja genügend Videos, hoffentlich. Sonst einfach mal kritisieren, ey. Sagostier doch mal ein bisschen mehr, du. Du kümmerst dich immer so, dass du nicht stirbst drum. Ja. Du riskierst zum Beispiel nie etwas. Das habe ich jetzt gerade vorher gemacht. Ich habe das riskiert, wo ich wusste, dass ich sterben werde. Aber wir sind noch nicht weit und ja, ich dachte einfach, wir wären safe genug wenigstens, um es zu überleben. Aber Tränke sind ja auch nur einer gespawnt oder so. Es ist alles schief gegangen. Konnte nichts dafür, dass es so ist. So. Alles Kasten. Boah, das leckt ja mega, weil so viel es prockt. Es ist mit dem Hammer los, ja? Verschwinden einfach. Jo, ist schön hier. Hm? Kannst wieder Geld bekommen. Metall mit der Stand okay. Ja, weil sich ein bisschen zurückerinnert, ja, es gab immer wieder so Zonen, wo einfach die Geschosse irgendwo stecken blieben. Ach, geht doch weg, ich gehört nicht zur Arena. Weg damit. Was der Tal erzähle. Schon hübsch. Gut. Es macht so viel Spaß, weil die Gegner manchmal schon übertrieben sind, aber ja, die töten uns nicht. So. Hammerwurf. Also bei Hammerwurf heißt es, ist auch dann Ding betroffen. Nein, es das heißt wahrscheinlich vom Hammerwurf. Aber wir benutzen mal. Ja gut, das ist ja wegen den Widerständen nicht so gut, aber ist doch egal, wir haben genug Widerstände. So, und ja, gehen wir zum nächsten Leuchtfeuer. Ausdauer, ja, nehmen wir mit. Die Ausdauer macht uns schon nicht viele. Durchbrechen die Ausdauer der Gegner. Ja,
Das ist 12.000 gewesen, habe ich das richtig? Oder 1.200 oder. Ja, mit einem anderen zusammen. 2.000 habe ich jetzt gerade gesehen, oder? Das ist schon heftiger Schaden, und man sieht die Zahlen halt nicht immer. Ja, und es gibt wirklich Pets mit unglaublich viel Schaden. Also auswendig kann ich die Pets nicht sagen. Ja, Torment halt. Torment ist ja einen Fluch, der Widerstandsschwund macht. Ja, physischer nur oder so. Auf jeden Fall, der wird halt auf Bluten gespielt dann. Und auf Feuer. Also auf Brand. Wieso? Und dadurch hat irgendwie der Gegner halt nicht viel zu melden. Das macht einfach zu viel Schaden beim Gegner. Also ich wäre die Bösen. Wir sind jetzt schon die Bösen. Aber wir müssen böse sein zu den Gegnern. Das ist eine dumme KI-benutzte. Stolpersteine! Das ist ja das Krasse an Hack'n'Slays. Man kann kloppen, bis man müde wird. So. Okay. Gut. Kommt nochmal das Gegner. Es geht so schnell, das ist so geil. So geil. Ja. Erhöhte LP und Schadenswirkung. Macht uns fast nichts aus. Also ich werde dieses Echo spielen. Weil wir das haben wir schon gesehen beim anderen Charakter. Das nächste auch, da haben wir den Boss auch easy erledigt. Und dann werden wir wahrscheinlich bei Aegis of Dragon dann bald sein. Also diese Höhle da. Genau noch. Und dort werde ich natürlich wieder ein paar zeigen. Aber einfach, dass wir da schneller vorwärts kommen. Also, ja. Man sieht fast keinen Fortschritt in den nächsten Echos. In den nächsten Monolithen. Wir müssen da doch ein bisschen, jo, vorwärts machen, oder? Und ich muss ja noch die Kampagne durchspielen, also da werde ich nach dem Circle wieder zeigen. Jetzt habe ich momentan, glaube ich, noch ziemlich viele Gegner zu besiegen. Das heißt also, ja, jetzt nicht so schnell wieder zeigen. Schauen wir mal kurz. Genau, 20.000 Ruf. Jo. Gut, noch ein bisschen, ne? Und wir können ja noch die anderen Missionen machen, diese Weissagung, wie sie heißen. Okay, die Kugel haben wir auch wieder gefunden. Da haben wir noch ein Unique Echo. Ja, die geben ja meistens Lowbob Uniques noch. Also die werden wahrscheinlich mit hoher Corruption auch nur Lowbob meistens geben. Aber ja, die zufälligen dann einfach besser. Mit ganz geringen Chancen hat wirklich gute Uniques. Und dann lohnen sie sich mehr zu zeigen. Ja, die haben wir jetzt noch wieder stehen. Physik und Gift. Voll. Blind. Frage, seit wann hat die Zeitleiste Verderbnis? Zeitleiste? Nur nebendran. Tolle Gegner hier. Die stehen nur herum und casten ein bisschen auf Minions, auf ihre Verbündeten. Also Rüstungbruch kann ich sicher gebrauchen. Mal irgendwann noch. Aha. So. Ja.
kommen viele Gegner auf uns zu. Da ist das Bicho. Das ja, war es. Leuchtfeuer, genau. Und hier auch noch. Viel zu viele Gegner gerade in diesem Endchen. Kennt man ja. Übertreiben wir ein bisschen. Soll schwer sein, aber ich nutze einfach das mit den Heimern. Down. So, okay, nur eins. Das kann sich nicht an. So. Also aufgeräumt haben wir in der Nähe. Jetzt müssen wir nur noch fertig alles aufwischen. Na, ihr schwarz lernen Flecken, hä? Alle down. Noch nicht ganz. Okay. Es erscheinen immer wieder neue. Dieser Morgenputz ist immer sehr toll. Kette hätte gerne Fahrradkette. Komm, besieg doch alle. Ja, wir killen alle. Komm, schnapp sie dir. Also, es ist der Abgrund Echos. Nee, nee. Boah, wie schnell der andere gehittet wurde. Der große, fette. Was ist da oben? Na, Gold, cool. Gut, haben wir noch ein bisschen Gold gekriegt. Jetzt haben wir über 1 Million, ja, 1.336.000. So viel Geld habe ich ja vor dem großen 1.0 Patch nie bekommen. Das ist ja viel schneller gegangen. Wahnsinn. Also, dann schauen wir noch mal kurz. Hier haben wir Wurfschaden, aber das bringt uns nicht so viel. Jetzt war es blank, oder? Ja, da haben wir aber, ja. Auch Wurf-Kälte-Schaden drauf. Ja. Muss halt Exalted sein. Und vielleicht habe ich die zwei anderen Idole mit Wurfangriff da niederstecken bei Wurfangriff. Ja, nimmt mich wunder. Und wie viel habe ich jetzt Widerstände? Was fehlt mir am meisten? Gift natürlich und Nekrotik und physisch. Jo. Also bis dann. Dankeschön fürs Zusehen. Euer Drago Basler. Tschüss.